Hallo. Ups. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja. Wir sind im Sommer unterwegs. Man sieht es an den Disteln, die wir sammeln. Tag 3 sind wir, glaube ich. Da muss ich auch noch wieder umstellen. Gab ja jetzt zum Glück nichts zu sehen. Ne, Tag 2 sind wir. Kommen aber jetzt in den Tag 3, wenn ich den jetzt mal heimgehen würde. Das machen wir jetzt auch. Da war noch... Hatte ich die hier noch? Doch, das hatte ich nur übersehen. Da ist noch eins. Ich wusste doch, ich habe hier eins gesehen. Äpfel, das können wir aber auch morgen machen. Machen wir morgen vielleicht mal die Obstpflückertour. Da, wo wir noch nicht gepflückt haben. Unsere Leute auch noch nicht. Gucken wir mal. Da sitzen sie. Sehr schön. Ich finde das richtig gut, dass sie sich die... dass sie die Sitzgelegenheiten nutzen. By the way, sind wieder Handwerker im Haus, die hämmern und sägen, aber es dürfte eigentlich nicht zu hören sein. Ups, im Video, hoffe ich. Also ich habe mal geguckt, wie weit OBS ausschlägt und es war minimal. Also eigentlich, wie gesagt, dürfte da nichts groß durchkommen. Da haben wir Bilsenkraut, Breitwegerich, Distel, Johanniskraut, Tollkirschen. Haben wir da irgendwas? Ne. Eisenspeer. Ja, das war's. Und hier haben wir auch nichts groß, ne? Beeren haben wir. Die kann ich natürlich noch abgeben. Fleisch mit Soße, Zustand 100%, geben wir auch ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen. Waschen müssen wir uns noch. Wir sind zwar nicht dreckig, aber wir gehen ja nicht ungewaschen zu Betten, ne? Wo kämen wir denn da hin? Nirgends, wo wir hin wollten. So. Feuerchen, dass es nachts nicht so kalt wird. Und dann gehen wir mal pennen. Guten Morgen, mein Schatz. Was beschäftigt dich? Blaue Blumen sind das Parfum der Erde. Sie sind so wunderschön, doch so zerbrechlich. Ja. Wie steht es in unser Königreich? Die Gebäude verfallen. Haben wir da welche vergessen auszuwählen? Oder ist einfach nur unsere Baumeisterin noch nicht so weit? Das habe ich vergessen auszuwählen. So. Oder irgendwie wieder deaktiviert. Wieder ein wunderschöner sonniger Tag. Sehr schön. Ich würde sagen, wir fragen nochmal kurz, ob irgendjemand irgendwas gehört hat. Irgendwas, genau. How can I help you? Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Nein, okay. Have a good day. Also definitiv haben wir alle Quests erledigt. Ja, dann würde ich sagen, dann pflücken wir mal ein bisschen, ne? Gehen wir mal so die Obstbäume hier durch. Fangen wir mal hier hinten an. Die sind schon. Ich weiß gar nicht, ob die Landwirte wirklich dahin gehen und... oder ob das einfach halt irgendwann verschwindet.
Hier sind definitiv noch dran. Können wir eigentlich hier weitergehen, weil hier stehen auch noch welche. Hier sind auch noch Tollkirschen. Da hinten ist noch einer. Und da hinten sind ja auch noch. Die nehmen wir auch noch. Habe ich irgendwas für dich? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ja, wir haben noch eine Stoffpuppe. Goodbye, Sir. Goodbye. Die nehmen wir auch noch mit. Hi, Gnimia. Wilsenkraut. Da haben wir noch einen Pflaumenbaum. Oh, da habe ich noch einen Baum übersehen. Das geht ja nicht. Ist hier auch noch Bilsenkraut? Nö. Da fehlt irgendwo Material. Moment, gucken wir gleich. Was fehlt denn? Wollgarn. Oh, ich habe keinen Wollgarn mehr produziert, ne? Jupp. Da können wir hier mal runtergehen. Dann kannst du Wollgarn produzieren. Und auch Leingarn wieder. So, dann sollte sich das Problem bei Zeiten lösen. Gerade gucken da. Ne, da sind keine Tollkirschen, aber hier sind, glaube ich, ne? Ja, da hinten. Hi, stehst du bequem? Ich wage da mal leichte Zweifel anzumerken. Oh. Hi, Bernadetta. Sonst sind keine Tollkirschen hier. Aber Bilsenkraut. Oh, die Schmetterlinge, das ist auch schön. Finde ich schön, dass sie das reingebracht haben. Das sind so wirklich auch so viele kleine Details, die das ausmachen alles. Dass die NPCs, die nichts zu tun haben, rumlaufen oder sich beschäftigen, Kinder spielen, alleine oder mit Spielzeug oder mit Puppen. Ist echt schön. Ja, das steht auch noch alles sehr gut. Da hinten waren doch auch noch, oder? Oder. Eindeutig oder. Aber hier war noch. Können wir auch nochmal pflücken. Wenn wir schon hier sind. Wird wieder so eine klassische Pflückfolge. Pflückfolge, nicht Pflückfolge. Hm.
Aber es ist ja schönes Wetter, da macht das Pflücken ja auch noch durchaus Spaß. Sengoku Dynasty hat bei so ein Update gekriegt, habe ich gerade gelesen. So, heute ist 5.9., also der Dienstag, wo ich die Folgen hier aufnehme. Ja, da muss ich dann zum Wochenende hin wahrscheinlich mal reingucken. Da ist er noch. Ja, da, die haben wohl auch einiges neu, also ergänzt. Unter anderem tatsächlich die Funktion, was wohl oft bemängelt wurde. Also mich hat es ein bisschen gestört. Mir ist es aber eher nur aufgefallen, dass man, wenn man ins Menü geht, so wie hier jetzt, dann pausiert das Spiel nicht oder hat nicht pausiert. Die, Medieval Dynasty ja, aber Sengoku Dynasty nicht. Das lief dann weiter. Auch wenn man hier in das Menü ging oder so, lief Sengoku Dynasty weiter im Hintergrund. Und ja, das war natürlich manchmal ein bisschen blöd. Also gerade wenn man halt zum Beispiel sich was zu trinken holen wollte, hatte man keine Möglichkeit, in Pausenmodus zu gehen. Sondern es lief halt immer einfach alles weiter. Was je nachdem schon mal doof sein kann. Und das wurde jetzt wohl korrigiert oder dahingehend geändert, dass das Spiel dann jetzt wohl tatsächlich Pause macht, wenn man in den Menüs unterwegs ist. Finde ich eine gute Regelung. Zeugt auch davon, dass die Entwickler gut mit der Community zusammenarbeiten, die Wünsche entsprechend berücksichtigen. Es waren noch ein paar mehr Sachen, also es gibt wohl eine ganze Menge, die haben nur so ganz grob mal aufgelistet, was sich da alles geändert hat. Und wie sieht es hier aus? Da müssen wir auch noch ernten. Fangen wir mal hier hinten an. Und ja, das war so der auffälligste Punkt, der mir Schnellreisen sind hinzugekommen. Also man kann jetzt von Feuerglocke zu Feuerglocke schnellreisen anscheinend in Sengoku Dynasty. Das ist allerdings jetzt ein Punkt, der mich tatsächlich weniger interessiert, weil man, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der Fan von Schnellreisen bin. Ich mache es selten, also kommt vor, aber selten. Hier in Medieval Dynasty ja auch, da gibt es ja die Fuhrmänner vor jedem Dorf, außer halt vor unserem. Aber vor allen anderen Dörfern gibt es welche. Da drüben haben wir noch Tollkirschen. Ich sollte mal mein Inventar lernen. Das waren jetzt so die zwei gröbsten Punkte, die mir einfallen. Ich weiß gerade nicht, was da sonst noch alles Neues ist. Hier waren auch noch Obstbäume, jawohl. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal abliefern. Wobei. So weit ist es ja nicht. Und so viel kommt da auch nicht hinzu. Und zur äußersten Not hätten wir immer noch Gewichtstrank.
So, jetzt liefern wir mal ab. Äpfel, Beeren, Birnen, Kirschen, Pflaumen. Tollkirschen nicht. Die kommen nicht hier rein. So, so, gucken wir mal weiter. Hier sind auch noch... Da würde ich auch gerne noch so Blumentöpfe oder irgendwas hinmachen, aber es ist einfach zu schräg. Ja, wer weiß, was mit dem nächsten Update alles kommt. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja da neue Deko-Möglichkeiten, die auch auf unebenem oder unebenerem Gelände gehen. Gucken wir mal. Es war ja anfangs, ließen sich auch die Häuser nicht hier auf schwierigem Gelände bauen. Das kam ja auch dann mit einem Update. Ne, nicht mit einem Update, das kam mit der Release-Version. Damit kam das. Da haben wir noch Tollkirsche. Hi Rassibor, ich habe eine Kleinigkeit für dich. Kriegst eine Stoffpuppe. So. See you. See you. Oh, habe ich dich angerempelt? Entschuldigung. Dich habe ich nicht gesehen. Die sind schon. Gehen wir einfach mal das Gebiet ab. Da ist noch. Der ist auch schon gepflückt. Bist du die Pflückerin? Milreda? Nee, die ist irgendjemand anders. Die sind auch alle gepflückt, so wie das ausschaut. Yep. Ich mag unseren Kräutergarten. Mit dem Zaun davor nochmal sehr viel lieber. Das war perfekt, dass das kam. Die kamen ja mit dem letzten Update mit. Die kleinen Zäune. Zum einen der hier, genau, und zum anderen, den haben wir doch hier verwendet. Der hier, und dann kam noch einer, irgend noch ein dritter. Fand ich schön, fand ich gut. Die sind nämlich richtig, oh, hier können wir abliefern. Die sind nämlich richtig gut, die kleinen Zäune. Nee, Moment, der kommt nicht hier rein. Äpfel kommen hier rein und die Birnen und die Kirschen. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. So, jetzt könnte ich aber gerade mal was essen. Und ich könnte gerade mal gucken, was unser Metbestand macht. Met. Oh ja, der geht ganz schön hoch. Den kann ich mal wieder ein bisschen runterdrehen von der Produktion her. Wobei jetzt im Winter... Doch, wir können runterdrehen. Kommt ja erst noch der Herbst. So, Schenke. Dann kannst du nämlich mal ein bisschen weniger Met machen. Und dafür mit den Säften wieder hochgehen. Machen wir so. So, und ihr könnt auch mal weniger Met machen und dafür wieder Weine herstellen. Gucken wir mal. Apfelsaft, Birnensaft, Beeren, Wein. Machen wir mal überall 10%.
So. Passt. Ah, gehen wir hier mal auf 20%, dann können sie nämlich noch mehr Bier produzieren. So. Läuft. Oder haben wir noch die Tollkirsche? Nehmen wir auch noch mit. Die Obstbäume sind gepflückt. Die sind auch gepflückt. Ich glaube, dann haben wir die Obstbäume durch. Ich gucke mal hier noch wegen den Beeren, dass wir die noch mitnehmen. Sehr schön. Den nehmen wir auch noch mit. Pflück die Pflück. So. Sammeltag. Aber wenn nicht, wann jetzt? Nee, wenn nicht jetzt, wann sonst? So rum. War heute heiß auf der Arbeit oder auf dem Rückweg. So, ich glaube, wir haben gleich alle. Da sind noch ein paar. Ist schon mal ganz praktisch, dass man das so sieht. Mit der Ansicht. So, die Distel nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal, wie es hier ausschaut. Ich könnte eigentlich gerade die Sachen abliefern. Dass wir das Inventar leer kriegen. So, Beeren. Ja, das war's. Zumindest das, was hier reingehört. Holzschalen, Steine, Stücke, Bilsenkraut, Disteln, Tollkirschen. So, Tollkirschen könnten wir auch draußen noch sammeln, aber ich will jetzt erstmal gucken, was unsere Felder machen. Da ist Kohl fertig eingesät. Sehr gut. Die sind alle geerntet, sofern sie zu ernten waren. Das wird erst im Herbst wieder eingesät. Der Mohn, der blüht. Ich finde das immer so schön. Da sind sie noch dran. So irgendwie.
Warum macht sie nicht weiter? Habe ich noch eine Hacke dabei? Nee. Dann hole ich gerade mal eine. Dann machen wir das fertig. Weiß nicht, was da los ist, warum sie da jetzt einfach rumsteht. Sie wird ihre Gründe haben. Die tut auch nichts mehr. Fang mal mit einer Hacke an. Eventuell machen wir gleich noch ein bisschen Ernten. Ist gerade nicht, was sie jetzt für ein Problem haben. Dass die einfach aufhören zu arbeiten. Gucken mal, ob wir es wieder getriggert kriegen. Oder ich speichere mal, vielleicht hilft das ja. Spätestens, wenn wir das jetzt hier fertig haben, müsste sie eigentlich davonlaufen. So, ich hoffe, ich hacke jetzt nicht irgendwie hier in die Füße. Ah, jetzt reagiert sie. Weiß nicht, wo es gerade hing. Dann ernten wir einfach auch mal weiter. Vielleicht kriegen wir sie auch nochmal wieder dazu, irgendwas zu tun. So. Eisenhacke kommt weg. Dafür brauchen wir eine Eisensense. Nehmen wir die und nehmen wir die. Die eine ist dann gleich eh weg. Ups, ne, fangen wir mit der an. Machst du jetzt weiter? Irgendwie nicht. Ah, jetzt. Keine Ahnung, was das jetzt war, warum sie... Aber wir können trotzdem mal miternten. Weil da haben die jetzt natürlich noch ein bisschen was zu tun, bis das fertig ist. Und wir haben 2 Tage noch Zeit. Die sind ja jetzt einen Großteil einfach nur rumgestanden. So, eine Sense ist kaputt. Aber die zweite tut noch. Sind wir außer Puste. Das Stück bis nach unten schaffen wir noch. Jetzt. Ja, die hat jetzt Feierabend gemacht. Ist 18 Uhr, glaube ich. Jawohl. Dann ernten wir noch ein bisschen. Müssen ja eh bis 19 Uhr warten. Dann soll man natürlich noch den kleinen, aber feinen Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Ertrag haben.
bisschen zu Atem kommen muss er doch mal, der gute Xabor. Sehr schön. Und wieder eine kleine Atempause. Und nochmal Atempause. Ich glaube, das kriegen wir noch fertig heute. Ich denke, das machen wir noch fertig. Großteil haben wir ja schon. Ist ja nur noch das kleine bisschen hier. Und sobald der Xabor mal wieder zu Atem gekommen ist. Wir ernten ganz gut. Wir können unsere Näherin dann wieder Leingarn herstellen nach Herzenslust. Ist auch eine schöne Aussicht von hier oben, finde ich. Mit der Mühle hier vorne. Ah, es hat schon was. Ist einfach ein schönes Spiel, Medieval Dynasty, finde ich. Ist halt nicht so arg actionlastig wie so manch anderes. Aber muss ja auch nicht jedes Spiel sein. Es darf ja auch ein paar ruhige Spiele geben, wo man einfach drin versinkt und die Zeit vergisst. Gleich sind wir durch. Wenn wir dann jetzt noch eine Sense hätten. Ach, jetzt weiß ich, warum wir so langsam geworden sind. Ha! Unser Inventar ist voll, aber das machen wir jetzt noch fertig. Das bisschen hier, das lassen wir jetzt nicht da stehen. Hatte ich gar nicht mitgekriegt, dass unser Inventar voll ist. So. Sense. Wir haben ja genug. Eisensense. Könnte mir vorstellen, dass Sengoku Dynasty auch noch starke Ähnlichkeit zu Medieval Dynasty annehmen wird. Weil es da jetzt einfach schon sehr ähnlich ist. Vom Thema her natürlich einfach schon. Und auch vom Handling her ist es relativ ähnlich oder hat es viel Ähnlichkeit. Und die Klientel ist halt auch, denke ich, nicht absolut gleich. Aber ich denke mal, viele, die Medieval Dynasty spielen oder gespielt haben, sind natürlich auch potenziell an oder potenzielle Kandidaten für Sengoku Dynasty.
Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da viele Vorschläge seit bedienungstechnisch aus der Richtung kommen, wie hier mit in Medieval Dynasty einfach das gehandhabt wird. Und ich muss noch was trinken, sehe ich gerade. So jetzt zum Beispiel das Thema Pause, wenn man im Menü ist, dass das Spiel dann pausiert und nicht weiterläuft. Was ja jetzt eingefügt wurde. Hier brauche ich sie jetzt eigentlich gerade nicht mehr, die Fackel. Von dem her, ich denke, das wird sich noch das eine oder andere wahrscheinlich angleichen. Aber das ist ja prinzipiell auch nicht schlimm. So, machen wir mal ein Feuerchen und gehen dann mal pennen. Gute Nacht. Guten Morgen, mein Schatz. Stopp. Guten Morgen. Was beschäftigt dich? Blumen sind das Parfum der Erde, ja. Und wie steht's um unser Königreich? Alles läuft wie geschmiert. Goodbye. Ist hier hinten das auch schon gepflückt? Ja, der ist auch, oder hab ich glaube ich selber sogar gemacht, ne? So, ich gehe mal weiter die Felder inspizieren. Wir sind jetzt im Tag 4 von 5. Das finde ich auch schön mit dem, wenn das so blüht, ist das richtig, richtig schön. Ich wollte auch nochmal irgendwie Blumentöpfe dazwischen setzen. Hm, muss ich nochmal gucken. Weil wenn das so blüht, sieht das natürlich ohne schöner aus. So, ja, die Felder sind alle durch. Das da hinten war, glaube ich, auch fertig, wenn ich mich richtig erinnere. Ah ja, und das ist auch durch. Passt. Ich wollte noch Dings sammeln. Tollkirschen. Da hinten, da irgendwo, da gibt es auch nochmal ein paar. Sommer ist immer so die klassische Zeit, wo man sammelt. Beeren, Tollkirschen. Was halt alles so ansteht, ne? Im Herbst gibt es dann auch nochmal viel zu tun. Da müssen unsere Leute alle Felder mindestens mal einsäen. Und teilweise auch komplett abernten, düngen, hacken und einsäen. So, Tollkirsche. Tollkirsche wollte ich eigentlich. Hier oben ist auch nochmal Bilsenkraut, wenn ich mich richtig erinnere. Das braucht man natürlich auch. So, die Tollkirschen haben wir, glaube ich. Aber jetzt auch nicht. Hier ist auch nochmal. Und hier ist das Bilsenkraut. Sehr schön.
Bilsenkraut. Da ist nochmal Tollkirsche, die habe ich noch übersehen. So, und dann würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, ne? In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.